Company! I don't know, but I've been told. We will kill for oil and gold. We will kill for oil and gold. We are savages till death. We are savages till death. Save our own, but fuck the rest. Save our own, but fuck the rest. Dieser alte Pauker hat mich doch ernsthaft einen langhaarigen, verweichlichen Waschlappen genannt. Und dann hat er noch gesagt, zu Zeiten des Führers wäre einem wie dir Disziplin an der Front beigebracht worden. Dieser scheiß Nazi, aus welchen Löchern kriechen die bloß alle? Hermann, im Buddhismus sagt man, wenn du ein Problem hast, löse es. Und wenn das nicht geht, dann vergiss es einfach. Oder so ähnlich. Super Tipp, Richard. Nur Hornochsen hier an der Penne. Hast du eigentlich schon deinen Musterungsbescheid? Ja, gerade gekommen. Verweigerst du auch, Henny? Ist das einzig Anständige, was man machen kann, damit man uns nicht mehr behandelt wie Vieh, das nur auf Befehle hört. Du darfst das nicht unterschätzen, Hermann. Diese Verhandlung ist ein echter Albtraum, glaub mir. Kann aber sein, dass sie dich ablehnen und dann sind deine Ratschläge auch nicht gewährt. Es geht darum, dass du die richtige Begründung benutzt. Die richtige Begründung? Sie werden jedes deiner Worte sezieren, um einen Grund zu finden, dich abzulehnen. Verstehst du, was ich dir sagen will, Hermann? Du hast in der Sitzung keine Freunde. Können wir mit der Befragung beginnen, Herr Brinkmann? Sagen Sie, sind Sie Autofahrer? Ja. Was tut das zu... Auf den Straßen der Bundesrepublik verunglücken jährlich beinahe 500.000 Menschen. Dürfen Sie als Pazifist da überhaupt Auto fahren? Mit Verlaub, was ist das für eine Frage? Was für Fragen ich stelle, entscheide immer noch ich. Unverschämtheiten dulde ich hier nicht, Herr Brinkmann. Sonst können wir Ihren Antrag auch direkt an dieser Stelle ablehnen. Autofahren hat doch nichts mit Frieden erhalten zu tun. Absichtliche Tötungen sind nicht zu dulden. Bei Autounfällen handelt es sich aber um höhere Gewalt. Ich fahre natürlich vorsichtig. Wollen Sie dem noch etwas hinzufügen? Ja, ich will etwas hinzufügen. Seitdem der Vietnamkrieg begonnen hat, habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt. Täglich sterben in Vietnam Kinder, Frauen und Männer. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Krieg und die Bundeswehr gehört meiner Meinung nach dazu. Ethisch und moralisch nicht zu rechtfertigen ist. Mit dem Vietnamkrieg brauchen Sie mir gar nicht erst zu kommen. Kommunist sind Sie also auch noch. Ich bin kein Kommunist. Haben Sie das gerade in der Akte notiert? Sie reden, wenn ich Sie frage, Herr Brinkmann.